Naja, also es geht uns eigentlich sehr gut. Ich bin ja seit einem Jahr der neue ehrenamtlich gewählte Präsident des Malteser Hilfsdienstes. Und das ist einfach eine prachtvoll schöne Aufgabe. Über 50.000 ehrenamtlich Beschäftigte und viele hauptamtlich Beschäftigte, das alles zusammenzuführen, ist einfach eine sehr schöne Aufgabe, eine große Herausforderung und macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube auch, dass wir gut unterwegs sind. Es ist schon so, dass gerade der Bereich der Fachkräftemangel auch nicht nur in der Industrie und in der Gesellschaft, sondern auch bei uns angekommen ist. Wir haben absolut große Sorgen, dass wir die auch wirklich alle Wachen gut besetzen können. Also da ist schon zum Beispiel eins der Themen, wo wir auch dran arbeiten müssen, auch in Zusammenarbeit mit der Politik, dass wir über ausreichend Fachkräfte verfügen können.